Wir sind hier im Stadtteil Hamburg-Billstedt in der Straße Billburg-Deich. Und aus bislang ungeklärter Ursache ist es in den Mittagsstunden hier zu einem Feuer in einem Kfz-Betrieb mit angrenzendem Wohngebäude gekommen. Als die ersten Einsatzkräfte hier eintrafen, schlug ein großer Rauchpilz schon aus dem Gebäude und Flammen waren deutlich zu erkennen, sodass der Einsatzleiter sofort die Alarmstufe erhöht hat, um weitere Einsatzkräfte hier an die Einsatzstelle zu bekommen. Und bei der Erkundung stellte er dann fest, dass diese Halle bereits im Vollbrand steht. Die Größenordnung 20 x 40 Meter mit Kraftfahrzeugen in der Halle, vielen Betriebsstoffen, Reifenteile, Kunststoffteile, Lösungsmittel etc. Und eine im hinteren Bereich angebaute Lagerhalle ist ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Wir haben sofort einen massiven Löschangriff mit mehreren Löschrohren und über Wenderohre der Drehleitern in Stellung gebracht, um eine Riegelstellung zu diesem angrenzenden dreigeschossigen Wohngebäude aufzubauen. Das ist uns auch gelungen, dieses Gebäude zu halten. Dennoch ist dieser Werkstattgebäudekomplex in Vollbrand gewesen und angrenzende Kfz, die dort abgestellt waren, sind ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Wir sind jetzt aktuell mit den Löscharbeiten noch beschäftigt, gehen in die Nachlöscharbeiten übrig, müssen aber aufgrund dieser austretenden Stoffe, Betriebsstoffe, die auch mit dem Löschwasser in Berührung kommen und auch weggespült werden, müssen wir hier ein Löschwassermanagement aufbauen. Hierfür haben wir das technische Hilfswerk hinzugezogen, weil auch Löschwasser in die angrenzende Bille, den Fluss, der auf der Rückseite dieses Gebäudes verläuft, ausgetreten ist. Deswegen sind wir mit einem massiven Kräfteaufgebot nach Alarmstufe 3, das heißt 100 bis 120 Einsatzkräfte hier vor Ort an der Einsatzstelle und werden auch noch die nächsten Stunden zu tun haben. Alarmstufe 3 haben wir jetzt in den letzten Tagen schon häufiger gehört, oder? Ja, das ist richtig. Wir haben jetzt innerhalb kürzester Zeit, das heißt innerhalb der letzten 7 Tage, 4 große Feuer mit der Alarmstufe 3 gehabt, beziehungsweise die laufen auch teilweise noch. Wir sind bei einem Feuer noch in den Nachlöscharbeiten, die sich schon seit einer Woche hinziehen. Und das ist natürlich auch für die Feuerwehr Hamburg eine große Herausforderung, der wir uns aber stellen. Wir haben 86 freiwillige Feuerwehren und 17 Feuerwachen der Berufsfeuerwehr, die wir hier alle im Einsatz wechselnd haben und auch sukzessive immer austauschen. Dennoch ist es natürlich eine besondere Herausforderung, der wir uns stellen müssen, aber der wir auch gut gewachsen sind. Hier nebenan ist auch gleich ein Hotel, die Rauchschaden gegen wo das geräumt? Das angrenzende Hotel ist nach Aussage des Einsatzleiters aktuell nicht mit Gästen belegt. Es laufen Wartungs- und Reinigungsarbeiten. Wir haben alle Bediensteten und Beschäftigten dort informiert, Türen und Fenster zu schließen, die Lüftungsanlage auszustellen, sodass aktuell für dieses Gebäude, dieses Hotel jetzt keine Gefahr ausgeht.